Boah, wisst ihr, all diesen Bubble-Tea-Kram zu bestellen, war echt nicht schwer. Das Einzige, was wirklich kompliziert war, waren die Strohhalme, weil die gab es nur in so 100er-Packs zu kaufen und ich wollte halt keine Wegschmeiß-Strohhalme haben. Ich wollte halt wiederverwendbare haben. Find mal wiederverwendbare Strohhalme, die so dick sind wie die für Bubble-Tea. Und die lieferbar sind. Ich habe jetzt welche bestellt. Ich glaube, die kommen nächste oder übernächste Woche an. Aber ich wollte halt unbedingt gerne diesen Bubble Tea machen und den halt auch trinken. Und du kannst halt keinen Bubble Tea ohne Strohhalm trinken. Also dachte ich mir, ich bin schlau. Wegwerfstrohhalme sind halt kacke. Aber wenn ich nicht 100 kaufe, sondern so 5 oder 10, dann passt es erstmal für ein, zwei Wochen, bis die richtigen angekommen sind. So. Also dachte ich mir, ich bin Smarty Party und gehe zu einem Bubble Tea Laden, um da halt zu sagen, hi, kann ich ein paar Strohhalme kaufen? Ich gehe zu diesem Bubble Tea Laden und die waren so unfreundlich. Ich war gestern da. Die waren so unfreundlich. Ich war so, hallo, ich habe eine Frage. Kann ich ein paar Strohhalme bei Ihnen kaufen? Und die war so, nein, nur ein Strohhalm pro Getränk. Ich so, okay. Hab mir halt so ein Getränk gekauft, hab einen Strohhalm bekommen. Ich war so, kann ich noch einen extra Strohhalm haben? Und die war so, nein, kein extra Strohhalm. Jeder Strohhalm, ein Getränk, ein Strohhalm. Ich so, kann ich Geld bezahlen dafür? Ich würde bezahlen. Ich will einfach nur ein extra Strohhalm haben. Die Frau überlegt, bespricht sich mit ihrem Mann. Ein Strohhalm, 50 Cent. Okay, hab mir also zwei Strohhalme mitgenommen und hab für den jetzt insgesamt halt 5 Euro bezahlt, weil ich halt noch diesen anderen Bubble Tea kaufen musste, den ich aber nicht trinken wollte, weil ich mir dachte, dann habe ich nur noch einen Strohhalm. Und ich, ach, ja. Pain, meine lieben Freunde. Pain. Irgendwann später. Dann können wir loslegen. With the Bubble Tea Making. Alexa, Gaming aus. Alexa, Creative an. Also, Bubble Tea, was wir machen müssen. I will erklär you. Wir haben hier Tee. Ich habe schwarzen Tee geholt. Weil ich finde das Bubble Tea mit schwarzem Tee geiler. Was wir zuerst machen müssen, ist, wir müssen den Tee kochen. Wir machen 1 Liter Tee. Den kochen wir hier in dem Wasserkocher. Dann packen wir da in dieses Ding da direkt den Tee rein. Lassen das 7 Minuten ziehen oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange der ziehen muss. Ja, so 5 bis 10 Minuten. Dann lassen wir den Tee ein bisschen abkühlen. Und dann packen wir den Tee hier rein. Zumindest 0,5 Liter. Weil hier passt nur 1,5 Liter rein. Wir müssen halt den Tee mit gleichen Teilen in Eis mischen. Das heißt, wir machen hier einen halben Liter Tee rein. Packen hier einen halben Liter Eis rein. Dann haben wir 1 Liter. Und dann mixen wir das. So. Dann tun wir das wieder auf Seite, ich weiß nicht genau. Und dann kommt Folgendes rein. So eine Scheiße oder so eine Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass wir ein groß gekauft haben. Ich wollte eigentlich 2 kleine kaufen, damit ich darauf geachtet, wie viel da drin ist. Da habe ich so 1 Liter davon. Das ist viel. 2,5 Kilo, das ist viel zu viel. Jedenfalls, das ist das Fruchtsirup. Also damit entscheiden wir, welchen Geschmack der Tee hat. Also ob der Tee jetzt nach Passionsfrucht oder nach Pfirsich schmeckt. Ich würde am liebsten mit Pfirsich anfangen. Dann kommt da. Und da wusste ich nicht, dass das so eine große Flasche ist. Weil ich brauche davon nur 10 Milliliter pro Getränk. Ich brauche 10 Milliliter pro Getränk von dem Zeug. Fructose-Sirup rein. In einem 5-Kilo-Kanister. Es ist viel zu groß. Ja, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe gar keine Ahnung, was ich damit machen soll. So Ende Juli ist das Ding abgelaufen. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie aufbrauchen soll. Keine Ahnung. Und dann haben wir hier die Bubbles. Die dann reinkommen. Ich habe Mango-Geschmack geholt, weil ich liebe Mango-Geschmack und das wollte ich mal ausprobieren. Das Ding ist, das hat eine reasonable Größe. Damit kannst du so 10 Getränke oder so machen. Das macht Sinn. Das hat eine reasonable Größe. Damit kannst du auch was. Das sind 300 Milliliter, du brauchst 30 Milliliter für ein Getränk. 10 Getränke machen? Cool. Das ist bescheuert. Davon brauchst du auch 30 Milliliter. Das ist sehr viel mehr und ich trinke gar nicht so gern Passionsfruchttee. Aber ich hatte nicht darauf geachtet, als ich das bestellt habe, dass da unterschiedliche Mengenangaben bei sind. Wack. Noch wacker. Unfassbar viel davon zu haben. Das ist ein Kanister. Das ist 5 Kilo. Okay. Boah, bist du laut, Brudi. Wir müssen hier rein 30 Gramm von diesem Tee. Wird schon gehen. So. Okay. Ja, Wasser beim Kochen zuschauen.
Aufregend, oder? Ist der Tee fertig? Nach einer Minute, aber sollte so gut wie fertig sein. Wir können auf jeden Fall mal so runternehmen vielleicht. Ich habe mir diesen Mixer gekauft, nur für Bubble Tea. Ich habe sonst keine Verwendung für den. Dann machen wir jetzt hier mal einen halben Liter von dem Bumsi rein. So. Ich hole jetzt mal kurz die Eiswürfel. Es sind keine Eiswürfel, das ist so Crushed Eis. Ah. Wir müssen auf einen Liter auffüllen. Das war stressig. Und sehr kalt an den Händen. So, müssen wir den mal einstecken. Ich habe noch nie benutzt, den Mixer. Wird schon funktionieren. Oh mein Gott! 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 Ich höre nicht auf, mich zu erschrecken. Ah! Oh mein Gott! Ein Smoothie? Was Slush-Eis geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass da das so krass zerkleinert kriegt, das Eis. Ich dachte, der macht es halt einfach ein bisschen kleiner und nicht. Oh. Meine lieben Freunde, ich hole mal kurz einen Behälter. Natürlich. Alter, gut. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe einen Alternativplan. Ich habe einen neuen... Eine neue Idee. Im Prinzip müssen wir den Tee ja einfach nur mit den Eiswürfeln abkühlen. Also packe ich jetzt einfach Wasser rein. Wir versuchen es einfach auf eine etwas andere Art und Weise. So. Als nächstes kommt rein das Fruchtsirup. Jetzt haben wir das halt reingetan. Jetzt ist es immer noch warm, aber halt so lauwarm. Das wird schon gehen. So, wir machen jetzt einfach mal... Kann ich da... Ist das ein Loch da drin oder... Versuchen es mal. Okay. Dieses Ding hochzuheben ist unmöglich. Das. Deckel ist hier oben noch drauf. Ja. Ich gebe dem Ganzen eine Chance, Bruder. Ich muss das hier aufkriegen. Warum spritzt mich diese Flüssigkeit an? Oh mein Gott. Dann nehmen wir uns noch a little bit auf Eis. Und jetzt tun wir einfach diesen... Es ist immer warm, ne? Weil es halt einfach heißer gekochter Tee war. Wir tun das mal hier drauf. Hm. Milch? Nee, keine Milch. Es gibt auch Bubble Tea mit Milch, aber ich mag keine Milch. Ich rühre mal ein bisschen, damit das Eis das so ein bisschen abkühlt. Sollen wir mal probieren, Leute? Ich habe ein bisschen Angst. Komm, Mann, ich hätte mehr von dem Fructose-Sirup reintun sollen. Es ist nicht so krass süß, aber es ist trotzdem ganz geil. Das ist jetzt ein Bubble Tea mit Mangoperlen und Pfirsichtee mit schwarzem Tee. Was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Ich würde mir mal Zeit nehmen, mal einen Liter Tee kochen und den dann mal so eine Stunde einfach abkühlen lassen oder eine halbe Stunde. Dadurch, dass er halt warm war, sind die Eiswürfel, die ich reingetan habe, instant weggeschmolzen. Und dadurch ist der jetzt, ich sag mal, eher semi-geschmackshaltig, weil der wurde ja einmal mit Wasser verdünnt, das war richtig, aber jetzt wurde er nochmal mit Eiswürfeln verdünnt und jetzt ist er halt zu dünn. Und ich hätte mehr Fructose-Sirup reintun sollen, damit er ein bisschen fruktosiger, ein bisschen süßer schmeckt. Mhm. Aber kann man machen. Falls ihr das auch machen wollt zu Hause, die Sachen, die ich benutzt habe, sind von, es ist nicht gesponsert, die heißt The Inspire Food Company. Die haben eine Website, aber die kann man auch auf Amazon kaufen. Die Sachen schmecken gut, kann man machen. Die kleinen Mengen sind auch für... zu Hause Menschen geeignet. Ja, also falls ihr das auch selber mal ausprobieren wollt, why not?